Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Name Isaac Rebirth. Wir haben das jetzt mal mit, gute Frage, ich muss selber nachgucken, mit Judas gespielt und immer in die Kathedrale geschafft. Und dementsprechend sind wir heute bei Cain angelangt und wollen mal schauen, ob wir ein bisschen weiterkommen als nur bis zur Kathedrale, nämlich auch mal die Chests zum Beispiel. Denn wir müssen ja irgendwann, wie gesagt, alles vollständig schaffen. Oh Mann. Wie war das mit Bossraum, Superbossraum? Das wird schon schwierig nach dem Raum. Gott. Das sind ein paar zu viele Gegner. Nur so ein paar zu viele Gegner. Okay. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, dass es gleich wieder so losgehen muss. Der ist halt der erste One, die ist auch in der Session und da, ne, da weißt du gleich wieder Bescheid. Muss man es natürlich direkt wieder übertreiben mit 30 Gegnern. Im ersten Raum. Naja. Oh, na komm. Dann halt nicht. Egal, ich will jetzt nicht jedes Feuer hier aufmachen. Okay, da oben ist ein Seelenherz, wo ich nicht unbedingt so einfach rankomme. Okay. Okay. Dann probieren wir es mal in Richtung Itemraum. Okay. Irgendwie finde ich den Itemraum in Basement 1 immer zuletzt. Außer natürlich, der ist direkt am Spawn. Aber, naja. Okay, es sind viele blaue Steine. Toxic Blood. Okay. Was auch immer das macht. Das ist eine gute Frage, ne? Naja. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool, dass wir einen Lucky Food haben. Das ist ja eigentlich mit das beste Item, finde ich zumindest. Haben wir zumindest ein bisschen mehr Luck. Weiß gar nicht, haben wir zwei Luck? Ne, wir haben trotzdem bloß einen Luck. Wäre ja auch zu schön, wenn man zwei hätte. Okay. Naja, Monster sollte kein Problem bereiten. Dauert bloß einen kleinen Moment, weil wir nicht so viel Schaden machen. Ist halt der kleine Nachteil an Cain. Macht nicht viel Schaden, hat aber wenigstens den Schlüssel gleich von Anfang an. Das heißt, wenn man Geld finden würde, könnte man direkt auch in den ersten Shop hinein. Du mich auch spielen. Ah, wenn wir getroffen werden, ziehen wir eine Spur hinter uns her. Oh mein Gott, das ist schlecht. Oder ziehen wir die dauerhaft hinter uns her? Ne, ich glaube nicht, ne? Nee. Erst wenn man getroffen wird. Naja, Damage und Range Up, sehr schön. Das gefällt mir. Und zwar die Bombe, aber die hebe ich mir auf. Für den Fall, dass ich einen eindeutigen Geheimraum finde. Ah. Warum nicht? Hab doch gerne Mini-Bosse. Wenn er mir wenigstens ein schönes Upgrade bringt, dann auf jeden Fall. Man darf gespannt sein. Du mich auch, blöde Made. Eine Karte. Emperor. Heben wir mal auf. Vielleicht kann ich ja damit meinen Challenge Room oder sowas skippen. Yeah. Oh Mann. Das sind diese Räume, die mir überhaupt nicht gefallen. Nervt nicht. Geht alle sterben, bitte. Mann. Diese blöden Räume mit diesen spannenden. Alter, hör doch mal auf. So viele Spinnen kann ich gar nicht töten. Oh, da ist gerade genau so eine Stelle, wo ich nicht treffe, ne? Nee. Und oben ist halt ziemlich gefährlich, weil die Spinnen direkt mal in einen hineinsliden können. Okay. Würde ich jetzt bitte ein Herz bekommen? Ich meine, ich habe ein Lucky Food. Das heißt, mein Drop Rate ist doch etwas erhöht, eigentlich. Ich meine, ja nur, eigentlich. Dachte ich zumindest. Hab's zumindest so verstanden. Weil, ist ja ein Luck-Up-Item, eigentlich. Ein Schlüssel. Geheimraum könnte auf jeden Fall hier schon mal sein, deswegen bombe ich einfach mal da auf und hoffe, dass da was Schönes drin ist. Okay, da ist er schon mal nicht. Du mich auch spiel. Oh, diese Räume mit diesen scheiß Spinnen, die sind so kacke. Wunderbar. Warum nicht immer gleich so? Stirb bitte, dankeschön. So, wie wär's mit einem Herz? Nein, immer noch nicht. Gut, wir haben noch nicht ein Herz gedroppt. Bitte spawn nix. Das ist so ätzend.
Diese scheiß Spinnen. Ich hasse sie. Vor allem, weil die auch so schnell laufen können, wenn sie wollen. Okay. So, Itemraum. Was hast du für mich? Homing Tears. Homing Shots. Sind ja schon was Schönes. Vor allem, wenn ich jetzt noch Brimstone finden würde oder sowas. Aber ich bräuchte trotzdem ein Herz, liebes Spiel. Ein Herz. Ist unfassbar, oder? Wie ich schon wieder nicht ein Herz droppe. Gut, das eine Seelenherz hätte ich dann mitnehmen können. Aber da hätte ich jetzt ein Halbherzen. Ist auch nicht so viel besser. Okay, gibt's schon mal mindestens... Ein Shop und was anderes. ich muss das Seelenherz mitnehmen. Ich nehme auch noch das normale Herz mit. Ich brauche das Leben erstmal. So doof es auch ist, aber ich brauche es einfach. Vielleicht habe ich ja das Glück und finde nochmal irgendwie viel Geld. Oder eine Bomben, aber... Wohl eher nicht. Wir gehen einfach zum Boss. The Haunt. Na klar. Oh, zuerst der eine Geist. Ja, natürlich trifft er. Haben wir aber heute wieder ein Glück, ne? Also, die ersten Ones einer Aufnahmesession gehen irgendwie immer voll in die Hose. Unfassbar. Wie einfach meine Meinung war, durch mich durchzufliegen. In seinem Unsichtbarkeitszustand wohlgemerkt. Nein! Ja, wie soll ich denn bei sowas ausweichen? Das ist doch doof. Dankeschön. So, was gibst du mir? Na, PR immerhin. Oh Mann. Kein schöner One bisher. Da gehen wir rein. Ich brauche hier noch irgendwas. Noch irgendwas, was den One verbessert. Bombsack Kies. Toll. Tears Up. Sehr schön. Tears Up ist auf jeden Fall das sehr Schönes gewesen jetzt. Haben wir nötig gehabt. Perfekt. Traubombe ist nicht so perfekt. Ach. Diese scheiß Gegner, die dauern immer so lange. Stirb. Mach doch mal auf. Gott, verdammt nochmal. Wäre alles so einfach, wenn solche nervenden Gegner nicht wären. Das ist halt immer das, was diese 20 Minuten auch so schwer macht, finde ich. So, Geheimraum kann schon mal nicht da sein. Das ist schon mal gut. Dann könnte er noch hier links daneben sein, vermutlich. Ja, könnte er. Ja, könnte er definitiv sogar. Nur bräuchte ich dafür mal Bomben. Irgendwann. Wie wär's denn mal Spiel? Nope. Schlüssel brauche ich ja auch noch für den Itemraum. Alter. Da läuft hier schon wieder Strecken, das ist unfassbar. So. Ja, ich brauche Bombe und Schlüssel. Bombe und Schlüssel. Spiel. Wie wär's denn mal? Da haben wir da was. Bombe. Mit der Bombe komme ich schon mal in den Geheimraum hoffentlich. Der hoffentlich auch hier unten ist. So. Sei lieb zu mir, Spiel. Okay. Okay. HP ab X3. Ui, von jedem was. Cool. Hatte ich noch nie das Item. So, dann gucken wir mal, ob wir hier oben noch gleich einen Bossraum haben. Gi. Okay. Ja, okay. War jetzt irgendwie Klassiker. Naja. Oh, hätte auch der Geheimraum sein können. Habe ich ja Glück gehabt, dass es da unten war. Wie wär's mit dem Schlüssel jetzt, meine lieben Freunde? Wie wär's mit dem Schlüssel? Nope, das ist kein Schlüssel. Ach, ich komme wieder nicht in den Itemraum rein. Ich muss halt irgendwie durchziehen. Das ist das Doofe. Ich bräuchte einen Devil Deal vielleicht. Mein Herz könnte ich durchaus abgeben für einen guten Upgrade. Ja, für einen guten Upgrade vor allen Dingen. Ist halt immer schwierig. Der Hardmode ist halt so dreckig. Okay, noch ein AP-Upgrade, aber kein Devil Room.
Schade. Leisten könnte ich mir einen Devil Womb. Leisten könnte ich mir ihn. Dempo hebe ich mir jetzt wahrscheinlich auf, bis ich in Necropolis 2 bin. Dass ich dann einfach zu Moms gebe, falls die Zeit eng wird. So. Na. Okay. Oder halt, dass ich halt gegebenenfalls wirklich einfach mal irgendwo mich raus teleportieren kann. Wenn es zufälligerweise bei meinem Mann passiert, ist es auch nicht verkehrt. Wunderbar. Da wollte ich eigentlich gar nicht rein. Na. Können wir halt Geld machen. Ach, wenn ich mich nicht mehr so oft treffen lassen würde. So. Wunderbar, ein Herz immerhin wieder zurück. Können wir vielleicht doch nochmal Geld spenden. Okay. 5 Pennies und direkt wieder der Bossraum. Ich würde jetzt auch einfach sagen, ich gehe auch dann weiter, wenn ich jetzt keinen Schlüssel bekomme. Gut, so viel dazu. Ich muss halt, ich versuche immer die Megabossräume zuerst zu schaffen eigentlich. Ja, so natürlich nicht. So. Lalalala. Ich mach kein Damage. Lalilulilu. Lalilulilu. Ich würde sogar mal in den Shop reingucken, aber ohne Schlüssel geht das natürlich wieder schlecht. Das ist, Schlüssel sind so essentiell. Wenn man da keine findet, ist man einfach nur im Arsch. Komm schon, jetzt ein Devil Womb. Ich hab 5 Herzcontainer, da kann man mal einen Devil Womb bekommen. Ach, scheiße. Lalalalala, lalalala. Boah, da weit nach links gezielt. Mein Mann. Und, was gibt er uns? Shot Speed und Damage Up. Das ist okay. Damage Ups sind schön. Haben wir jetzt immer schon, weiß gar nicht, 2 Damage Ups? Ist in Ordnung auf jeden Fall. Curse of the Blind. Ist nicht so schlimm, sehen wir bloß nicht, was wir bekommen. Wir sind auf jeden Fall gut in der Zeit, das ist das Schöne. Alter, wie ich hängen geblieben bin. Mann. Ich meine, ich bin ja nicht irgendwie doof oder so. Ich bleib ja nicht einfach stehen. Okay. So, Dankeschön, Dankeschön. Immerhin mein Schlüssel. Da guck mal rein. Mit den Depact. Damage Tears Up. Okay. Sehr schön. Da hatte ich jetzt auch ziemliches Glück. Das hätte jetzt auch irgendwie das Katzen-Item sein können. Wäre natürlich jetzt Todesurteil gewesen. Das haben wir auf jeden Fall sehr schönen Schaden. Das ist ein ziemlich glücklicher One sogar. Ob es für den Megabossraum reicht, ich weiß nicht. Ein Itemraum würde ich jetzt hier auf jeden Fall gerne noch mitnehmen. Vielleicht sogar noch einen Shop. So. Boah, wie wir jetzt hier Schlüssel bekommen. Sag mal. Hat er mein Betteln erhört oder was? Hasse diese Räume. Weil die auch gerne mal schon, bevor ich um die Ecke rumkomme, schießen. Okay. Wasted Keys, ganz okay. Bekommen wir, glaube ich, mehr Schlüssel. Oder was? Eine erhöhte Chance auf Skeleton Keys sogar? Ich weiß es gar nicht. Okay. Mann. Okay. Muss ich ihn wirklich erst mit den Homing Tears holen? Unfassbar. Viel zu lange dauert dieser Raum. Für 4 Spinnen, aber die waren halt auch böse platziert. Okay, wieder mal ein nerviger Raum, weil einfach bloß Marmhände. Kommt runter, bitte. Noch ein Schlüssel? Meine Güte. Das können wir hier alles aufschließen. Wir liegen halt noch sehr gute Zeit, deswegen lasse ich mich jetzt überhaupt nicht hetzen. Wunderbar. Oh, jetzt Brimstone oder sowas. Wäre halt so ein Mega-Upgrade gerade.
Perfekt. Und... Perfekt. Habe ich keine Bombe dafür? Also einfach mal ignorieren. Oh, eine Karte mit The Lovers. Benutzen wir einfach. Damit wir die Herzen wiederbekommen. Ugh. Los, Dankeschön. Guck mal rein zumindest. Ach, was soll's. Funny Pack filled with goodies. Nehmen wir mit. Ja, ist okay, ist okay. Wenn es im Angebot ist, warum nicht? Warum hatte der Homing Tears? Meine Güte. Ich brauche aber immer noch einen Itemraum. So ein Mist. Wir sind erst in Necropolis 1. Gut, wir können halt Necropolis 2 komplett skippen, wenn wir wollen. Da ist er. Zum Glück ist er nicht so weit weg. Und es ist... Concussive Tears. Was waren das? Ah ja, Stun Tears haben wir jetzt. Das ist auch nicht verkehrt. Ist nicht unbedingt immer nützlich, aber ja doch, ist okay, ist okay. Man will ja nicht meckern. So, mehr können wir uns hier nicht leisten. Ah, vielleicht wenn wir hier noch was kaputt schießen. Nope. Hätte jetzt auch auf eine Bombe gehofft, aber naja. Man kann nicht alles haben. Ab zum Boss. Na, lass mich durch. Bäh. Zum Glück haben wir mittlerweile gut Schaden, ey. Au. Jo, du mich auch. Kann man auch nichts machen. Das sind Homing Brimstone Damages, die muss man einfach in Kauf nehmen. Ich könnte jetzt doch mal in den Shop gucken. Ja, lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Und na, P ab, okay. Ich gucke jetzt aber nicht in den Shop. Versuche jetzt noch die Necropolis 2 eben halbwegs normal zu machen. Mal gucken. Was war es für ein Curse? Curse of the Maze? Ne, gar keiner. Okay. Gar keiner ist in Ordnung. Yeah. Wow. Okay. Da ist dann wirklich verwirrt und dreht sich random, okay. Sehr irritierend. Sei verwirrt. Okay. Kommst du bitte hier runter? Huch, was hat denn da kurz gehakt? Mann, das ist zu eng hier. Komm mal hier rüber. Danke sehr. Okay. Das ist ein Shop oder was ähnliches. Mal gucken. Was sagt die Zeit? 16 Minuten. Okay. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Geh mir doch nicht auf die Eier jetzt. Ich will eigentlich mit vollen HP in den Bossraum rein. Und nicht mit 3 oder weniger. Huch, verdammt. Huch, okay. Joker. Okay. Ich müsste das mal kurz darüber schieben. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 3 Minuten, okay. Schaff mal, ich mache sogar gleich beides auf. Perfekt. Oh, hätte ich so beides aufgemacht. So. Was gibt uns der Joker? Oh, we need to go deeper. Das brauchen wir aber nicht. Nicht wirklich zumindest. Damit könnten wir zwar Womp 1 skippen, komplett skippen, aber brauchen wir halt nicht wirklich. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay, ideal. Okay, super ideal mit Super Bandit. Und jetzt haben wir eigentlich alles. Ich guck mal noch, dass ich vielleicht den Kollegen noch ein bisschen was... Oh, ein bisschen besteche. Und dann lasse ich mich direkt zum Boss teleportieren. Ich suche gar nicht erst großartig. Magst du mir ein HP-Upgrade geben? Ein HP-Upgrade geben? Na, jetzt nicht mehr. Mal gucken, vielleicht krieg ich noch einen Schlüssel oder eine Bombe oder sowas. Ah, Bohne. Okay. Das ist halt absolut schwach, einfach mal die Bohne. Hm, 18 Minuten sollten wir schaffen. Na, das war nicht so gedacht.
Ist auch mal eigentlich wieder schön, dass wir das den einen Beutel bekommen haben, womit wir halt immer wieder Sachen droppen, wenn wir getroffen werden. Mano, what's in the back? Ja, natürlich. Warum auch nicht? Du mich auch, Mom. Und da haben wir sie. Mit dem Polaroid und den Superbossraum. Na, mal gucken, ob er uns was Schönes gibt. Die Ten. Also die Flaming Bomben will ich nicht, aber was war das? Was waren bei den zwei Dingern? Was war das obere vor allen Dingen? Scheiß. War ganz vergessen. Ich glaube, das hatte ich ja vor kurzem erst, aber was war das? Das war, glaube ich, Krebs. Was war Krebs? Krebs war... War das nicht mal HP ab? Ich glaube, das war Mist. Ich nehme das. Ich nehme das. Okay. Ach, komm schon. Stimmt, ich muss ja eigentlich möglichst darauf achten, dass ich einfach nur keinen Schaden bekomme. Das ist jetzt eigentlich schon einer der gemeinsten Gegner hier, weil wenn man den nicht schnell tötet, dann kann es böse enden, weil da jetzt viele Kaki aufmachen würde. Ja, genau diese roten Kaki-Haufen, die sind halt problematisch auf Dauer. Jetzt haben die mir halt schon mal einen ziemlich kompletten rechten Raum zerstört. Jetzt kann ich halt fast bloß nach links kämpfen, aber das ist so schlimm. Lieber so als kompletten Raum verteilt. La 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 la. So kann man natürlich auch kämpfen. Trotzdem hätte ich gerne Brimstone oder sowas. So, bitte stirbt mal sehr bald. Wie viel da halt echt aushält, ne? Im Vergleich zum Duke of Flies, der jetzt hier irgendwie innerhalb von ein paar Sekunden stirbt. Er stirbt, ja. Er wird sterben. Okay, hoffentlich schaffen wir das direkt. Das wäre echt cool, wenn wir es direkt mit Kane schaffen. Aua, so nicht. Immerhin schon mal ein rotes Herz bekommen. Was hat mich gerade getroffen? Was war das? Ernsthaft? Ach, ein Schuss. Ja, natürlich, die schießen ja. Okay. Leider halt nicht immer, deswegen bin ich immer bei denen sehr verwirrt. Wie? Loki, please. Sei lieb, Loki. Loki, Schatz, sei lieb. Bin ja schon mal sehr froh, dass ich jetzt hier dauerhaft einen Schmodderstreifen hinter mir herziehe. Na komm. Okay. Die sollte ich auch damage-less schaffen, die sind nicht so schwer. Außer ich bin irgendwie unkonzentriert oder so. Lol. So geht's natürlich auch. Noch schön die Fliegen von Loki ausnutzen. Okay. Und da haben wir sie. Au. Oh, die ist natürlich auch relativ einfach. Aber die schweren Sachen kommen ja noch. Zum Beispiel Gurdy kommt ja auch noch. Hui. Fistula ist auch kein Problem. Ich überlege, was kann noch ein Problem werden? Die Reiter könnten noch ein kleineres Problem darstellen, auf Dauer. Ja, das Coole ist natürlich, dass die Gegner sich auch an den Kackihaufen selber zerstören. Man kann die halt durchaus auch ausnutzen. So habe ich halt zum Beispiel den rechten Gegner immer schon mal ziemlich gut in den roten Kackhäufchen drin. So, ich bin mal gespannt, was wir noch als zweites Item bekommen aus dem Raum. Na toll. Hat einen Flieg gespawnt, die habe ich sofort getötet und die hat mir direkt Schaden gemacht. Ungünstig. Ugh. So, ach, Monstro 2 kommt ja auch noch, siehst du, zum Beispiel. Zum Beispiel Monstro 2 kommt noch. Okay, Gurdy. Gurdy und Chubby. Machen wir erstmal Chubby, glaube ich. Ich.
Okay, Gertie nervt ein bisschen von oben, wenn ich ehrlich bin. Okay. Sei lieb, Gertie. Sein liebes Schwesterchen. Was? Doofe Kackhäuschen. Das meine ich. Die nerven auf Dauer, wirklich. Okay, Monstro 2. Einer meiner Hassgegner. Wegen seinem verdammten Brimstone, was er hat. Was er auch viel zu sehr spammt. Ist auch allgemein eine böse Gegnergruppe. Beide haben relativ viel Leben und beide springen sinnlos hin und her. Au. Au. Warum droppe ich gerade nichts mehr? Okay, Monstro 2, würdest du bitte bald tot sein? Ich habe jetzt eigentlich fast nur auf Monstro 2 gezielt, weil das der anstrengendere Gegner ist von beiden. Ich finde hier den Gisch-Kollegen relativ entspannt eigentlich. Gich! Ah, Mann! Wenn man halt durch Ausweichen und Manöver in diese Kackhaufen reinläuft, das ist so ätzend. Okay. Habe ich bald mal Monstro 2, bitte? Jetzt. Oh, Gott sei Dank. Denn der ist wirklich der einfachere Kollege. Huh. Close. Übel, wie viel die aushalten, die beiden. Okay. Widow, kein Problem, der hat nicht viel Leben. Außer er springt über mich drüber irgendwie. Was hat der gerade getan? Okay. Was? Wie weit springt der? Was war das denn gerade? Alter. I'm kidding me. So. Es nervt langsam, dass die wirklich überhaupt keine Herzen droppen. Das ist furchtbar. Ah, das ist ja gerade schön in die Kackhaufen reingeflogen. Habt ihr gerade wunderschön gesehen. Wie es ihn einfach nur zermetzelt hat. Ja, du mich auch. Danke für den Schlüssel. Ich bräuchte aber eher Herzen. Ja, Mann. Alter, das ist so lächerlich. Immer in dem Moment, wo ich gerade reinlaufe, schießt er halt. Los, jetzt, jetzt, jetzt. Also, nein, ich habe den Unterschied nicht gesehen zwischen meiner und seiner Rotze auf dem Boden. Oh Mann, das ist so schwer, weil man hier nur Herzen bekommt. Okay, der hat sich wieder halb selbst zernichtet. Das finde ich sehr schön von ihm. Nich. Nich. Okay. Machen wir erstmal den Tod am besten. Das ist der unangenehmere Kollege. Denn der normale rote Freund, also War, der fliegt wahrscheinlich sowieso genau in die roten Kackhäufchen hinein und stirbt deswegen fast. Hallo, würdest du bitte noch schneller schießen, wenn es geht? Okay. Hör auf, Zeug zu sparen, du nervst. Eigentlich darf ich ihn erstmal gar nicht töten. Erstmal muss ich ihn seine Slaves wieder töten. Ah. So. Kopflose Reiter. Okay. Töte bitte den blöden Knight. Ist irgendwie hohl, okay. Puh. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Kirch. Immer diagonal bleiben, immer diagonal bleiben. Okay, Nummer 1 und Nummer 2.
Nummer 1 und Nummer 2. Okay. Okay. Und wir haben's. Kent Adai. Wow. Holy moly, ist das immer heftig. Und wir bekommen nur die Attack Fly. Schade. Es ist so heftig, wie man sich konzentrieren muss in diesem verdammten Bosskampf. Es ist so übel. Einfach nur übel. Dauert ja auch mal nur schnappe 10 Minuten. Dieses Mega-Gemetzel. Uff. Lasst, please. Ich mag euch ja schon, aber es muss jetzt nicht unbedingt sein. Das Rumgeschmuße. Hat gerade schon genug Bosse. Poison Touch ist natürlich für den Arsch. Kann man sie sonst wohin stecken. Und möglichst schnell irgendwas töten. So. Okay. Eine Bombe. Bringt nichts. Zumindest solange wir nicht wissen, wo der Geheimraum ist. Ich hätte trotzdem noch gern Brimstone. Gerade mit Homings ist das natürlich relativ cool, wenn ich die jetzt noch bekommen würde. Aber ich zweifle ein bisschen dran, dass das passieren wird. Lalilululu. Ein halbes Herz. Mensch, so gnädig das Spiel. Wunderbar. Okay, Chappy sollte nicht das Problem sein. Nicht das Problem sein, habe ich gesagt. Also sei jetzt auch kein Problem. Hat Chappy schon immer so viel ausgehalten? Gott. Sagt euch, ich brauche sowas wie Brimstone. Okay. Ach, da ist auch gleich der Bossraum. Wunderbar. Auch wenn wir jetzt hier nochmal schön eine Bossansammlung haben. Gurdy Junior und Gürklings vom Feinsten. Machen wir erstmal die Gurdy Juniors. So, ein Seelenherz. Das ist lieb. Das ist wirklich lieb. Wow. Wenn ich es jetzt nicht zumindest gleich wieder verliere. Das wäre dann ein bisschen fies. Okay, eine Kiste mit... Nimm Herz nochmal, schön. Nimm halben zumindest. Na, ich weiß nicht, der Boss könnte... der Geheimraum könnte wieder fast überall sein. Hier zum Beispiel. Ja, tatsächlich. Leider nur mit Münzen. Schade. Ja, mehr wollen wir jetzt hier nicht wirklich tun. Gie. Na gut, geht eigentlich noch der Boss. Gibt's schlimmere. Erstmal zumindest die kleinen Minions töten. Die, die am meisten nerven. Und dann versuchen wir uns an dem Guten. Ja, in den Hineinlaufen ist natürlich auch nicht so toll. Komm, zeig mal dein Schwänzchen hinaus. Geht doch. Komm. Jawohl. Fein, machst es. Und wir bekommen noch eine Spritze. Speed and Damage Up. Das Damage Up ist natürlich Wunderbärchen. Speed Up eigentlich auch. War fast schon nötig. Mal gucken. Das war dumm. Jetzt. Okay, wir haben jetzt eigentlich echt gute Tränen. Trotzdem hätte ich doch gerne sowas wie Brimstone oder sowas. So. Geht kaputt, danke. Hallo Mini-Loki. Also normales Loki, aber ist halt nur Mini-Boss-Loki. Ja, spawn am besten noch mehr. Das ist voll klug von dir. Nochmal ein Münzlein. Hm. Ist hier der Boss, Geheimraum? Nope. Komischer Raum. Keine Masken zu den Herzen, ist wirklich selten. Weil fällt mir auch gerade auf, dass wir gar kein Dingens haben. Gar keine Fliegen. Pretty Flies, Orbitals, wie auch immer. Irgendwas davon. Haben wir gar nicht. Überhaupt nicht. So. Zum Glück haben wir guten Speed. Sonst wäre so ein Raum wieder mal relativ hässlich gewesen. Bäh. Ja.
voll mich rein... Alter, hör doch mal auf, die in mich hineinzuschwerfen. Das war jetzt einfach nur dumm. Echt ärgerlich und dumm. Unnötig. Unheimlich unnötig. Ach, gib mir keine Herzen. Gib mir Herzen. Ich brauche Herzen. Da will ich auf jeden Fall rein, wenn ich überlebe. Naja, was soll's. Schade, ich habe eigentlich jetzt auf was Besseres gehofft. Okay, da will ich rein. Gib mir bitte was Gutes, gib mir bitte was Gutes. Okay, er gibt mir immerhin schon mal die Möglichkeit, was Gutes zu bekommen. Mit 3 Kisten. Oh Mann, oh Mann. Yeah, Baby. Immerhin ein paar Herzen. Ich halte wieder einen Treffer aus. Yay. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, bitte erscheint. Danke sehr, danke sehr. Okay, der erste ist, glaube ich, tot gewesen, ne? Ah nein, war er nicht. Jetzt aber. Klang er aber so. Was war das für ein Zerplatzgeräusch? Ah, so ein kleiner Gegner noch. Na komm. Leider wieder kein Herz. Gehen wir nach oben. Okay, hier sind wir auch richtig. Ja, gut. Nein, du Arsch. Ich wollte gerade noch das Herz aufsammeln. Genau vom Abend, du hast ihn getötet. Das ist so ärgerlich. Wir haben keine Herzen bekommen. Ernsthaft, wir haben keine Herzen bekommen. Oh, also, ja. Beziehungsweise, wir hatten auch keine Orbitals und nichts. Also überhaupt keinen Schutz. Und zu wenig Tiers, würde ich fast behaupten. Also wir hatten zwar gut Schaden, aber ein paar zu wenig Tiers. Naja, egal. Wir haben zumindest den Superpassraum geschafft. Jetzt können wir das nächste Mal mit Kane quasi das Ganze entspannter angehen. In aller Ruhe uns Items zusammenfarmen. Was ja diesmal nicht unbedingt möglich war. Man hat es ja gesehen, ich habe es gerade so geschafft eigentlich. Mit dem Megabossraum. Wahnsinn. Aber man sieht auch mal wieder, dass die Bosse leichter sind als die normalen Räume, ne? Das ist wirklich faszinierend. Ich schaffe so einen Bossraum mit 16 Bossen oder so. Aber so einen Scheißraum schaffe ich dann natürlich nicht. Ist klar. Vollkommen logisch. Naja.